Ich dachte, ihr würdet Erbarmen zeigen, wenn ich euch alles erzähle. Ach, das ist es, du Idiotin. Schicksal mit Yukendo-Vibe. Seid nett zu ihm. Vielleicht behandelt er euch dann gut. Vielleicht. Ich bin ernst gemeint. Ich bin sicher, dass euch Kendo helfen kann, Giselle zu finden. Ihr solltet mit ihm darüber sprechen. Stellt sicher, dass er auf meine Ankunft vorbereitet ist. Natürlich. Ich sehe euch im Haus durch. Kommt. Natürlich. Es ist an der Zeit, eurem Schicksal zu begegnen. Und es wird ein schreckliches Schicksal sein. Oh, nicht wahr. Bring ihn halt im Schlaf um oder so. Wein nicht so rum. Okay. Na, mein Kathi, wie geht's dir? Ich. Was? Nein, nicht Kathi. Schnellreise und zwar zum Außenposten Bolym. Das ist der rechteste Punkt im Moment, der möglich ist. Bolym? Wo sind denn wir? Mitten im Nirgendwo. Irgendwo unten bei den Ameisen vorbei und dann ins Haus Alde. Diese liegen echt etwas seltsam außerhalb, ehrlich. Ha, hier müssen wir die Quest abgeben. Oh ja, das ist der mit seinem... Immer einen höheren Berg. Was? Der mit seiner Tochter. Hallo! Oh, hey, deine Tochter geht super. Sie ist jetzt ein wenig anders. Das... Meine Ärzte behandeln das Erkundungsteam wegen des Schocks. Aber ansonsten scheint es ihnen gut zu gehen. Okay. Ich wünschte, ich könnte das auch von meiner Tochter behaupten. Ach, es ist klar, dass diese Monster sie unter Drogen gesetzt und einer Gehirnwäsche unterzogen haben. Davon habe ich gehört. Irgendetwas in den Duftstoffen verbindet die Gefangenen mit dem Schwarmbewusstsein. Sendet Tools Truppen gegen die Killix aus, bevor sie noch mehr Seelen zerstören. Ihr habt recht. Was bringt der Tool ja, Alderaan, wenn unsere Welt vorher von diesen Käfern überrannt wird? Sie müssen hier weg. Aber ehrlich. Sollten sie zertreten, bis nichts mehr von ihnen übrig ist als ihre Hügel. General Tool, entschuldigt. Ihr solltet die auch einreißen, aber egal. Ich habe gehört, dass meine Retter zurückgekehrt sind. Es ist wichtig, dass ich mit ihnen spreche. Ich bin Hallo, Graf. Was hat er vor? Vom imperialen Geheimdienst. Graf. Der Zeitpunkt, zu dem diese Kellex angegriffen haben. Oh nein, seiner ist ein Geheimdienst. Die Ulbos haben sie zu dieser Mine gebracht. Habt ihr euch angewöhnt, auf euren Missionen gefangen genommen zu werden? Natürlich nicht. Aber die Killix teilen sich ein Bewusstsein. Sobald man von einem gesehen wird, gibt es keinen Kommen. Dum-dum. Wir hatten nicht einmal genug Zeit, einen Comlink zu aktivieren, um unsere Erkenntnisse mitzuteilen. Der Vorstoß war von den Ulbos getarnt. Er sollte uns von etwas ablenken, dass sie Operation Sonnenschau... Was macht denn die ganze Zeit so blöde Geräusche im Hintergrund? Ihr Alderaaner seid viel zu fröhlich. Einfach nur dieses Wort ist mir geläufig. Es fiel ein paar Mal in den Unterhaltungen, die wir durch unser Hintertürchen in die Organa-Netze aufgeschnappt haben. Es ist ein Baradium-Detonator. Ein mächtiger Sprengstoff. Sie wollen im Herzen der Tool-Ländereien zuschlagen. Der Detonator wird von Buris Ulgos Elitesoldaten transportiert. Ehemaligen republikanischen Sondereinheiten mit den besten Waffen und der vollen republikanischen Ausbildung. Wenn republikanische Soldaten es mit Sith aufnehmen könnten, hätten sie auf Coruscant nicht aufgegeben. Kurz bevor die Killix ankamen, erhielten wir eine Datei, die, wie ich glaube, die Zündsequenz für den Detonator enthält. Wenn ihr wirklich Angst in die Herzen der Ulgos bringen wollt, geht in das Lager, in dem der Detonator aufbewahrt wird und zündet ihn vorzeitig. Die Waffe hat dann zwar nicht die volle Kraft, aber so geht Ulgo zugrunde, nicht Tool. Die haben alle Probleme, ehrlich. Was ist denn falsch mit euch? Ja, tötet das Haus. Ja, die sind böse. Ja. Oh, level up. Level up, ich auch. Jetzt sag nicht, wir müssten hier unten noch irgendwo. Nein. Was? Okay, auf unsere Maus, wir müssen hier noch was machen. Nein. Ja, ich weiß, nein, aber ja. Leider ja. Jetzt müssen wir vor allem wieder stundenlang reisen. Nein. Wieder an den Ameisen. Oh nein, wir müssen nicht zwischen den Ameisen liegen. Wir dürfen im Schnee bleiben. Yeah. Im Schnee saß ein armer Tool. Sind die überhaupt alle Tool? Nein. Hatte nichts mehr außer einen einfachen Stuhl. Oh, helft mir doch in meiner Not. Sonst ist der bittere Frost mein Tod. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin.
Irgendwie finde ich das hier sehr gruselig. Warum? Weil ich nicht so genau weiß, wie wir da hochkommen. Wir müssen da hoch. Ich habe keine Ahnung. Hier geht es nämlich nicht weiter. Okay. Na super. Oh, ich bin genau durchgekommen mit meinem... Wie geht denn das? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ach nein. Ach, wir hätten den Berg raufgemusst, nicht runter. Dat Weg, Findungs-KI. Von mir. Du kannst ja mal vorfahren. Ein Katzi! Ein Nerv. Wie Nerv? Oh, ja. Jetzt guck mal. Oh, wie es süß. Ist so flauschig. Eine Kuh. Hallo Kuh. So süß. So süß. Ja, so eins darfst du haben. Nein. Lieber oh, das. Oh ja, diese. So eins will sie nicht. Nee. Hey, wisst ihr? Da macht man sich die Mühe und erlaubt dir eins. Denn damit? Dann, nein, das will ich nicht. Das ist voll lang. Guck mal, die blauen. Die sind viel schöner. Ja, sind sie auch, aber. So, wie kommen wir denn da jetzt hin? Ist es hier rüber? Hier hoch oder müssen so? Wir. Ich habe keine Ahnung. Naja. Dann verschaffen wir uns mal Gehör hier. Hallo, Freunde. Ist auf jeden Fall Ulge. Ulge. Wir liegen überhaupt. Ah! Kommt der denn her? Hallo, Marius. Huch. Was? Hier fliegt gleich alles in die Luft. Ich glaube, wir sind hier ganz richtig. Ja, ja, steht da ruhig alle in Reihe und Glied. Das macht einfach euch zu töten. So praktisch, wenn die alle so stehen. Ein bisschen. Müssen wir hier rein? Ja. Irgendwas müssen wir in die Luft sprengen. Yay! Beginn den Fight mit SZ. Ja, mit dem Lichtschwert schmeißen, ich weiß, aber. Er ist so weit weg! Also springe ich lieber erst einmal auf die. Das war jetzt aber ein bisschen spät. Ich hab die ganze Zeit versucht, das auszulösen, das hat nicht funktioniert. Geht's denn allen? Also mir geht's gut, Miri geht's auch gut und den Zuschauern hier fahrst du selber. Huch, ich bin in die Lücke gesprungen. Was bist du? Wo bist du reingesprungen? Irgendjemand hat einen Heftbomb auf mich geworfen. Welcher Arsch. Was hat der? Was macht der denn da oben? Der Heftbomb hat er auf mich geworfen, der Arsch. Ja, Fall vom Gitter ist genau draufgefallen. Zu gut. Wir müssen noch 4 Ulgo-Typen töten. Wo kommen wir hin? Denke ich mal auch. Könntest du den mal nicht bitte nach Russland werfen? Nach Russland? Gar nicht nach Russland. Nein. Nein. Den Buckten, Entschuldigung. Ja. Wenn schon, dann richtig. Wow, geschafft. Level up. Was müssen wir hier kaputt machen? Schließ dich im Schutzraum rein. Ah, komm, Schatzi, komm. Was? Warum? Hilfe! Irgendwie müssen wir uns in Sicherheit begeben. Ah. Wir haben noch 50 Sekunden. Ach, du Scheiße. Was? Da läuft eine Zeit. Da läuft meine Timer. Güte. Nicht wirklich. Anscheinend schon. Wo ist der Schutzbunker? Irgendwie hier. Ah, hier, schnell zu machen. Bist du drin? Ja. Mach schnell hier direkt drauf. Oh, ich muss auch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Gut. Wir haben es gedacht. Passiert jetzt was? Ups. Irgendwie ist Licht ausgegangen. Ups. Wir. Ist meine Schuld. Entschuldigung. Ich war auf dem Klo. Okay, dann lass uns mal zurück wieder zum Außenposten reisen. Ich will das nicht laufen. Wohin? Bullem. Achso, Bullem. Bullemü. Findus, komm her. Komm her. Das hier zu mir am Schoß kommen.
Und ich streiche dich auch. Oh, immer. Wenn man immer denkt, das wäre hier, dann muss ich wieder eine Etage hochlaufen. Denkt dran, eure 60%, nein, 40% Abgaben eures Danke. Besitzes. Die gehen ja. Hat das Haus Thul erneut gerettet und unser Land vor Tod und Verwüstung bewahrt. Ich bewundere Danke. Eure Bitte. Errungenschaften. Ich bin stolz, dem Imperium gedient zu haben. Die Ulgos ja, so ziehen stolz. Sich zurück. Daher kann ich all meine Truppen dazu einsetzen, die Kilix zu vernichten, bis auf die letzte ja. zuckende Larve. Ja, meine yes. machen nach euch gefragt. Brennen Im sie Haus nieder. List gibt es einige Intrigen. Oh, das bedeutet Ärger Haus. Für die uns. Erfinden die, oder? Ja. Wenn es euch interessiert, haltet nach Dates Elgin Ausschau. Moff Sarek hat euch bereits empfohlen. Ja, ganz toll. Vielleicht Möge wollen wir die das Macht nicht. Mit dir sein, was? Möge der Krach mit dir sein. Ja. Ich habe neue Armreifen bekommen. Ja, wow. Auch. Katze, du machst gleich mir dieses Mikrofon aus, wenn du so rumrennst. Und nicht ein neues anmachen. Kann ich meinem Typen eine neue okay, Waffe geben? Okay, das heißt, jetzt dürfen wir. Ach nein. Nein, nicht euer Ernst. Sag mir bitte, dass wir da mit dem Taxi hinkommen. Ja, kommen wir nach. Okay. Dann reisen was? Wir jetzt erstmal zum Haus Thul zurück, was? Ja? Was? Fliegen mit Taxi, Haus Thul. Thul. Befindet. Thul in der Mitte. Ja. Oh, wieder so ein cooles Vieh. Oh, es hat geruht. So geil, so geil. Hui. So kann ich jetzt mal. Gut, dass wir auf 34 runtergelevelt werden. Gestuft, was auch immer. Ja, irgendwie sind wir zu gut für dieses Spiel. Mhm. Sind wir bald da? So schön hier. Seine Flügel sehen aus wie Blätter. Ja, schon irgendwie. Ja, gerade gemacht. Kai, wo müssen wir jetzt hin? Einmal hier vorne und einmal da hinten. Okay, gehen wir jetzt mal hier, wo es einfach ist. Wollen wir mal raufschiffen. Valui Alderaan ist der Planet mit den meisten Laufzeiten. Ich würde an der Stelle nur Story machen. Ja, wir machen doch nur Story. Nein, ich weiß nicht. Ich finde, wenn man das zumindest beim ersten Mal durchspielen, kann man ruhig mal alles mitnehmen. Es ist einfach, weiß ich nicht. Mir gefällt das. Ich spiele gerne auch die Nebenquests. Ich glaube, auch früher gab es viel mehr. Viel mehr Nebenquests? Ja. Ah, ihr seid zurück. Ich bin außer mir vor Freude darüber, dass ihr Lady Renata mich ausgeliefert habt. Sie wird sich als sehr nützlich erweisen. Irgendwen interessiert das sicher. Ich nicht. Ich bezeuge lediglich meine grenzenlose Dankbarkeit. Ja, die Frau freut sich bestimmt. Also, Fimres hat mir erzählt, dass der Hinweis etwas genützt hat. Auch wenn Lady Renata nicht selbst die Herrin des Mädchens war, so wusste sie doch, wer es war. Giselle Organa. Besser gesagt, General Giselle Organa. Wie General? Nun müsst ihr sie jagen, was ein kleines Problem darstellt. Ein General. Wenn ihr das Problem nicht lösen könnt, sollte euch das Sorge bereiten. Nun, dann lasse ich mir wohl besser eine Lösung einfallen. Giselle Organa ist die Oberbefehlshaberin im Krieg gegen das Haus Ulgo. Ihr Haus da waren wir erst. Von Nein. Einem für Waffen undurchdringlichen Kraftfeld geschützt. Durch das Kraftfeld kann Giselle mit ihren Beratern sehr nah an der Front bleiben und direkte Befehle geben. Ich werde langsam ungeduldig, Kendo. Wir sollten nicht überstürzen. Außer, ja, ich glaube, ich weiß es. Ein Kraftfeld ja, dann sag es doch braucht einfach. Energie, um zu Oh, wow. Das haben die sogar in jedem Star Wars Film rausgefunden. Wow! Und ich glaube, ich weiß genau, wo Giselle ihren Saft herbekommt. Wenn ich recht habe, könnt ihr wahrscheinlich einfach durch die Vordertür spazieren.
Wir sollten zur Sache kommen. Fast die gesamte Energie Alderaans stammt vom Hauptgenerator des Planeten. Giselle muss das System anzapfen, um ihr Kraftfeld zu betreiben. Einige meiner Kollegen machen das auch für ihre besonderen Sicherheitsbedürfnisse. Ein gezielter Angriff auf den Generator wird das Sicherheitssystem aktivieren. Dem Planeten wird nichts passieren, aber Zusatzsysteme wie das Kraftfeld von Giselle müssen explodiert. Manuell genau. Ist ja egal, der hilft eh nicht mehr so lang. Was denkst du über diesen Plan? Ich? Was denn? Ihr wollt meine Meinung hören? Cool. Um ehrlich zu sein, geil. Vertraue ich diesem Kerl nicht. Ja. Überaus charmant von euch. Glaubt mir, das ist der einzige Weg ins Organa-Hauptquartier. Fimres, geht in meine Waffenkammer und holt einen 7-7-Detonator. Wie? 7-7/7. Der Hauptgenerator von Alderaan befindet sich über dem geraden Tal und ist mit den neuesten Sicherheitssystemen ausgestattet. Wie gerades Tal? Ah, ja, okay. Ihr müsst euch gewaltsam Zutritt verschaffen, die Bombe legen und euch wieder herauskämpfen, bevor sie explodiert. Das wird nicht einfach sein. Wollt ihr mich verärgern? Vergebt mir. Ich möchte euch nur vorbereiten, so gut ich kann. Ja, mich verarschen, weißt du? Mit der Explosion im Generator müsst ihr euch immer noch durch Giselles Armee kämpfen und in ihr Hauptquartier eindringen, bevor das Kraftfeld wieder aktiviert ist. Ich werde euren Fortschritt mit Interesse verfolgen. Viel Glück. Mal über die Macht mit dir mit sein. Genau. Ich soll euch sagen, hier im Gilden, in der Gilde, der Clou ist, der kennt sich sehr gut mit Gefährtenfähigkeiten aus. Da müsst ihr aber im Twitch-Stream mit ihm schreiben. Weil er da kann er euch jede Frage beantworten. Ich denke, das wird euch helfen, hoffe ich mal. So. Ja. Haben wir das schon mal gemacht? Ich muss zu Tool. Wo? Ja, warte. Was tust du da? Frag mich. Mal Raumschiff. Und ich kriege... Oh, irgendwer hat mir auf Twitter doch ein Katzi gepostet. Was, so ein Reitkatzi. Warum kriegen wir nicht endlich unser afropodes Reitkatzi? Ja, irgendwer hat mir ein Bild von einem Katzi getwittert. Einem Reitkatzi. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Aber ich habe es nicht gekriegt. Oh, so traurig. Och, wieder dismounted worden. Och nein, hier sind wir für... Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Warte mal, hier sind wir für dich. Ach, da. Weil die ganzen Blau erkennt man überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Hier ist deine Phase. Ja. Ach, stimmt. Deine Meisterin da drin? Oder rastet sie wieder aus, wenn wir da reingehen? Ach, das war ein Jedi. Ah ja, stimmt. Stimmt. Oh Mann, ist das gefährlich. Hier bringt man echt alles durcheinander. Hier musst du ja nur Artefakte finden. Haltet mich über alles auf dem Laufenden, Urteil. Vielleicht müssen wir eingreifen. Urteil. Okay. Ah, Sith. Entschuldigt die Wartezeit. Ja, bitteschön. War eure Suche im Haus Alde erfolgreich? Ich habe mir schon die kühnsten Skandale ausgemalt, in die der ach so makellose Normar Organa verwickelt sein könnte. Nicht gerade ein Skandal, aber er war einst verlobt. Verlobt? Naja. Interessant. Jedi haben es normalerweise nicht so mit Hochzeiten. Lasst mal sehen. Bekanntgabe der Verlobung von Nomar und Rehanna. Meine Güte, wie pikant. Das muss schon 20 bis 30 Jahre her sein, lang bevor ich geboren wurde. Aber eines meiner Kindermädchen hat mal davon gesprochen. Ja, sonst habt ihr aber alle kein Problem, ne? Die Schwester von Lord Rist war einst mit einem bekannten Adligen verlobt, entgegen der Wünsche beider Familien. Der Feigling beendete die Beziehung jedoch. Und ich dachte immer, dass Jedi an ihre Versprechen gebunden wären. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Zeitpunkt dieser Aufzeichnung passt. Genau wie der Name. Rehanna. Das Haus Rist ist für seine gut ausgebildeten Attentäter bekannt. Und Lady Rist bildet da keine Ausnahme. Bekannt ist sie jedoch vor allem dafür, dass sie stur gegen eine Vermählung ist. Und für die Demütigungen, die all jene ertragen mussten, die um ihre Hand baten.
Klingt so, als könnte man eine Menge Spaß mit ihr haben. Und vor allem ja, klingt es so, als ob sie noch immer in Nomar Organa verliebt ist. Und ja. Wenn sie Nomar noch immer liebt, dann könnt ihr sie vielleicht dazu bringen, Nomar nach Alderaan zu locken. Ich habe meine Mittel. Jedi töten! Wenn sie nicht mit sich reden lässt. Die Wahl der Mittel liegt bei euch. Aber hoffentlich muss es nicht so weit kommen. Bitte seid vorsichtig. Die gefährlichsten Attentäter Alderaans stehen zwischen euch und Rehanna Rist. Viel Glück, Sim. Die gefährlichsten Pappaufsteller stehen zwischen euch und. Mich wiederzusehen. Aha, hallo. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss meiner Herrin Bericht erstatten. Viel Spaß. Ich hatte gehofft, euch etwas besser kennenzulernen. Na, Miri! Stimmt es gedacht? Mein Bericht kann warten. Miri? Bestimmt kommt ihr alleine drauf. Ich habe eine wirklich gemütliche Räumlichkeiten in der Nähe. Miri! Ich könnte uns etwas zu essen und Wein. Miri! Dort könnten wir uns freier unterhalten. Nein, ich will das nicht mitkriegen wollen. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Gut. Sehr gut. Miri, mit diesem blöden Mann. Oh nein. Was passiert hier? Oh Mann. Der trägt ein Kleid. Was macht Miri da? Was sind das denn, wenn es fertig ist? Nun, das. Sag mal, geht's dir noch ganz sauber? Das ist erfreulich, nicht wahr? Doch ich sollte euch nicht länger aufhalten. Ihr habt noch viel zu tun. Ehrlich! Was falsch mit dir? Nervt mich. Tja, das. Was? Das ist bedauerlich. Was ist das jetzt für eine Abfuhr? Viel Glück bei der Suche nach dem Artefakt. Einmal und dann war's das. Es war mir eine Ehre, Alter! Zu haben. Zeit für dieser Frau! Haben eine Freundin zu vergeben. Ist mir fremdgegangen. Ihr wart alle live dabei. Sie ist mir fremdgegangen im Stream, ehrlich. Alter. Wenn du könntest, würdest du das auch machen. Nein. Doch. Mit deiner blauen Frau. Das gibt's nicht. Oh Mann. Du bist nur eine Katze. Ja, ja, ja. Weißt du, du hast keinen so schicken Rock an wie er. Ich wollte einen Rock haben, aber du hast es mir nicht erlaubt. Ja, aber der sah an dir nicht so gut aus wie an ihm. Ah, du kannst ihn mal gerne haben. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Weiß ich nicht. Scheiße. Ja, okay. Nehmen wir mal hier einen Raumleiter. Ich rede nicht mehr mit dir. Aber ich habe ihm gesagt, er soll still sein und seine Stimme nerven. Der ganze Stream feiert das. Wir müssen jetzt nach ganz unten rechts, Außenposten Talaran Tranta. Okay. Talaran Tranta. Oh, das ist so ein scheiß Taxi. Ich will meinen Vogel haben. Ich meine, sitzen wir in einem Raumleiter. Mehr oder weniger direkt hintereinander. Wiedergutmachungsduell. Ich würde Miri den Kopf abschlagen, wenn ich könnte. Oh, diese Dinger sind so langsam. Der Vogel war übrigens schnell. Ja. Nee. Und er war süß. Das stimmt. Das Ding ist nicht süß. Nein, das ist ein Trecker. Dass hinten keine dicke Dampfwolke rauskommt. Abgase. Ja. Huch. Schicke Brücke, da würde ich nicht drüber laufen. Kauf dir ein Beil. Ja, genau. Sind wir bald da? Nein, wir sind erst bei den Windrädern! Sie verschandeln die Natur! Ich will ein Kohlekraftwerk! Windräder! Anti-Windrad! Echt, das sind echt immer die besten Leute! Nein! Wie könnt ihr nur ein Windrad in den Wald stellen? Das verschandelt die Natur! Nein! Bitte nicht! Sind wir da? Nein, leider nicht. Lass uns lieber ein paar mehr Atomkraftwerke irgendwo hinsetzen. Warum fliegen wir jetzt fast übers Wasser?
Der nächste Stream ohne Miri? Ja, vielleicht. Wenn sie weiter so frech ist. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Wir haben nur geredet. Ja, das sah sehr nach ihnen. Es ist, sieht nicht so aus, wie es ist. Ja, es war nur, wir haben nur geredet. Ich bin gestolpert und er auch. Naja, bei Wein und sonstigen Wein. Naschereien. Alter, dieser Planet. Was ist denn das da hin für ein Kran? Kati. Ja, ein Kati, habe ich auch gesehen. No. Hallo, sind wir angekommen? Hallo, möchtest du, dass ich dich mitnehme und dir ein schönes Zuhause gebe? Oh, ich bin auf seinem Nest. Lu, guck mal. Verkauf guck mal, mach ein Foto von uns. Hallo? Ja, guck mal. Guck mal, Kathi und ich schlafen zusammen in einem Nest. Wir wohnen hier zusammen. Oh, so cool. Guck hier. Ja, so cool. Ha. Ah. Du. Was müssen wir machen? Ach, hier ist ein Typ, der Sachen kauft. Nee, ich gerade mal wieder Schrott auf keine medizinische Hilfe. Mir erhöht sich der Schaden nicht wirklich oder sonst was, was ich hier gebe. Hier. Warum verändert das denn nichts? Ich dachte, das hat auch irgendeinen Sinn, aber. Da wird jetzt alles verscherbelt. Leben Sie wohl. Oh ja, kleiner Einflussgewinn. Hier, mein Freund. Und du denn dann? Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwas Falsches verkaufe hier. Warum? Ja, weil ich so viel Zeug mit dabei im Inventar habe, was von Berufen da ist. Huch! Was? Du möchtest ein Holo-Display, ich beginne, steht hier. Nee. Und das scheiß helle Lichtschwert brauche ich auch nicht. Ah! Ich habe ein Lichtschwert für die helle Seite, bitteschön. Nein, danke. Nein. Oh nein! Warte, ich will am Gespräch teilnehmen. Huh. Jetzt. Ah, Seth. Datis Elgin, imperialer Berater für das Haus Thule. Ich bin froh, euch zu sehen. Sith. Das Haus Thule sieht sich einer Krise gegenüber, die ihre gesamte Position auf Alderaan gefährdet. Warum sollen wir dem Haus Thule überhaupt helfen? Des Imperiums. Ich töte ihn jetzt einfach und gehe wortlos wieder. Ja, ehrlich. Nicht ohne entsprechende Entlohnung. Wenn ihr das Haus Thule rettet, werden sie euch sicher mit Freuden entlohnen. Das Haus Rist, die Attentäter Alderaans, ist derzeit mit dem Haus Ulgo, den hiesigen Thronräubern, verbündet. No. Doch es gab eine Zeit, in der Rist alles für jeden getan hat. Nur der Preis. Und jetzt drohen die schmutzigen Details dieser Dienste öffentlich zu werden. Ich verliere sehr schnell das Interesse. Ein ehemaliger Attentäter aus Rist, der von ihnen verbannt wurde, weil er die Identität eines Auftraggebers enthüllt hat, erpresst nun das Haus Thule. Er sagt, er würde jedes jede Entführung, jede Hinterlichkeit, die Haus Thule jemals zu verantworten hat, wenn er nicht bezahlt wird. Gibt es einen Grund, warum die Wahl auf mich gefallen ist? Wir haben ein Treffen zur Geldübergabe. Boah, du siehst so böse mittlerweile im Gesicht aus. Der besten Kratzer und so. Attentäter aus dem Haus Rist angeheuert. Ich vertraue Ihnen. Die waren da schon immer. Ja. Deswegen von der Seite sieht man nicht nur so selten. Jemanden, der stark genug ist, jeder Falle zu entgehen, die er uns stellen mag. Ja, Miri, ja. Mhm. Und was genau soll ich tun? Dieser Mann möchte ein eigenes Haus aus Attentätern gründen. Und er hat als Bezahlung für sein Schweigen Land und einen Titel verlangt. Nehmt den Aktenkoffer und geht zum vereinbarten Treffpunkt. Wenn er die Bestechung annimmt, gut. Wenn nicht, tötet ihn. Oder ich behalte die Credits. Ja, und wir kommen einfach nie mehr wieder. So einfach geht das. Zack, bang, bumm, aus, Ende Gelände. Mach einfach den Koffer auf. Oh, ich hab Post gekriegt, hat mir einer geschrieben. Ja, gucken wir mal, was da so drin ist. Money von Sasakum, 200.000. Ja, sehr nice. Kennst du jemanden, der gute Lichtschwerter gute Kristalle für Lichtschwerter machen kann? Frag doch mal in der Gilde, Sasakum. Da gibt's bestimmt jede Menge. Zum Beispiel, Sasakum, du hast... Was? Du hast mir doch gerade selber... Was ist denn das? Oh, noch mehr Geld. Geld. Hä? Toll, Sasakum hat mir 200.000 Credits geschickt und jetzt soll ich ihm 200.000 zurückschicken. Was? Dafür kriege ich aber irgendwelche Rare-Sachen. Egal, ich nehme das. Oh, das hat sich ja mal gelohnt. Mal gucken, was da jetzt drin ist. Okay, ein Behälter für mich, einer für Miri, oder was? Forschungs... Thiff und je... Ich verstehe es nur halb. Ja. Was soll ich denn damit?
hat er 200.000 geschickt und 200.000 wieder zurückgeschickt. Ja, hat sich ja mal gelohnt, ne? So macht man das. Aber irgendwie sind die Dinger, keine Ahnung, was man damit macht. Okay, müsst ihr mir schreiben, was ich damit machen muss. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay, wo müssen wir hin, Miri? Tja. Da oben hin, dann reisen wir. Ja, da oben. Nehmt ihr immer mehrere Folgen Minecraft auf? Ja, in der Tat, das tun wir. Meistens an Wochenenden, weil wir nur dann richtig Zeit zum Aufnehmen haben. Hui. Dass die Gleiter das mitmachen, einfach Felsen runterspringen, ne? Ja, ne? Voll die guten Dinger. Das steht da drunter. Nicht verkaufen. Nein, ich verkaufe sie nicht. Muss nur mal gucken, wo man die dann eintauscht, wenn es da cooles Zeug für gibt. Wie sieht alle aus, wenn nicht verkaufen? Nein. 5 Ausrufezeichen, mindestens. Oh, guck mal, eine neue Sorte Katzi. Oh, wie viele schöne Katzis es hier gibt. Miri. Das sieht wieder aus wie eine blöde Kuh. Miri. Warum greifst du es an, wenn du es nicht so weinst? Ich hab's mir angeguckt. Das war ein Hundi. Ich habe es mir von nahem angucken müssen. Kat-Hund. Also und dann Katzi hat es mich Hund? Angegriffen. Nein, das war eine Ziege. In riesig. Aber es steht hier drin, dass es ein Hund war. Ein Kat-Hund. Kannst du nicht einfach Ziege nennen, wenn es ein Hund war. Das war aber kein Hund. Okay, das sind Verbesserungen, schreibt G-Time Finn. Okay. Dann müssen wir nochmal gucken, was ich damit machen, anstellen kann. Beim Flashpoint-Händler, okay. Wo ist, rennt der bitte schön rum? Bestimmt bei den Flashpoints. Ja, stimmt. Hier sind Raumfahrzeuge nicht erlaubt. Warum denn nicht? Nee, ich sehe ja. Hallo, hier in meinem Riesensch. Oh. Hallo? Was ist denn hier machen? Hallo? Hallo? Triff dich mit Riss am Treffpunkt. Ja, wir sind da. Hallo, Riss? Hallo. Hallo. Was sollen wir denn sonst noch sagen? Hallo. Blödmann. Hallo. Hallo? Okay, gehen wir nochmal raus. Irgendwas ist hier kaputt gegangen, vielleicht weil wir mit Raumgleitern reingeflogen sind. Oder müssen wir irgendwas benutzen, warte? Ja, ich guck gerade, aber... Bestechungsgeld. Komm, wir gehen nochmal raus. Wir müssen einmal den Bereich zurücksetzen. Okay. Bist du draußen? Ja. Warte. Einmal zurückgesetzt. So, versuchen wir es nochmal neu. Ja, jetzt geht es. Ja, du, was? Ha. Mein Arsch, das an, Bruder. Mit uns ein Sith. Anscheinend ist Tool doch nicht so blöd, wie ich dachte. Was? Es wird Ihnen nichts nützen, aber immerhin haben Sie es versucht. Wenn ihr mir jetzt bitte die Bezahlung gebt. Was hat der für ein Bart? Ist falsch. Ich denke, ich werde euch einfach umbringen. Zu den Waffen! Was? Miri! Miri, nein! Ich wollte erst mit ihm verhandeln. Was? Nein. Wie? Aber Miri. Ich bin ein Sith, ich verhandle nicht. Was meinst du, wenn das auf unseren Auftraggeber zurückgeführt werden kann? Was dann? Dann ist mir das egal. Was dann? Ich weiß nicht mal mehr, zu welchem Haus er gehört. Ja, ist Tool. Wir kämpfen anscheinend nur für Haus Tool. Ach so, ja. Stopp! Hör auf, Kai! Sie sind uns überlegen und außerdem ist es das nicht wert. Was die hat der für eine Stimme? Befinden sich schon auf dem Weg zum Haus Ulgo. Er wollte sie euch nie geben. Was? Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mich betrügen? Aber Sam, ehrlich. Du Idiot! Wir hätten Grafen werden können! Du hast voll Idioten. Sinn für Ehre verloren. Lügen und stehlen? Ich habe geschworen, nach einem Kodex zu leben. Der Wieso bist du Jedi? Mit den Beweisen bringt sie zu Ulgos Sohn Wessex. So, Leute! Du wirst deinen eigenen Bruder betrügen? Dafür sollte ich dich töten! Verdammt, Kai. Ja, dann mach doch. Es tut mir leid.